Willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Wir sind immer noch bei Lightning und den anderen und müssen uns jetzt hier über dieses Deck, über diese Außenanlage von dem Schiff schlagen. Und auch hier werde ich weitgehend alle Kämpfe machen. Zumindest habe ich es vor. Und den Kampf, den lassen wir jetzt hier auch wieder drin. Die zwei sollten uns jetzt eigentlich nicht so lange aufhalten. So. Angreifen. Dann kann Hope erstmal wieder hier heilen. Ah ja, was wir noch machen müssen. Ich wollte mir noch ein paar Phönixfedern mal wieder kaufen. Weil ich glaube, ich habe keine mehr, weil in einem Kampf, den ich offscreen gemacht habe, ist mir Fang gestorben. Da ich dort Fang die ganze Zeit auf Verteidiger gelassen habe und sie natürlich die Gegner provoziert hat und somit andauernd angegriffen wurde. Und da habe ich dann nicht mehr schnell genug reagiert, um Fang zu heilen. Deswegen werde ich da mal dann wieder ein paar Phönixfedern kaufen. Und 326 Kristallpunkte für diese Gegner. Wunderbar. Was machen wir? Wir holen uns mal zuerst hier diesen schönen Behälter. Reptilienschweife. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir erstmal zurück. Und dann können wir gleich da drüben runtergehen. Und dann kaufen wir uns hier vorher noch ein paar Phönixfedern. So, die kosten 1000, ich weiß. Nicht gerade billig. Ich nehme jetzt mal 3 Stück. Ein bisschen was verkaufen und aussortieren kann ich später dann auch noch. Aber das mache ich dann wieder offscreen. Ja, das sind jetzt Gegner, die ich eigentlich hasse wie die Pest, ne? Aber gut, Kristallpunkte geben die jetzt auch nicht wenig. Deswegen machen wir mal diese Deckdrohnen hier. Und bei genau diesen Drohnen ist mir dann Fang gestorben, weil wenn die ihren Tornado machen, dann ziehen die schon sehr viel Energie ab. Deswegen muss man da immer mal ein bisschen gucken und da ein bisschen schneller reagieren, damit man dann die noch auf alle verteilen kann, bevor sie diese Attacke machen. Weil da überleben dann meistens auch dann alle. So, Blitzschlag. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein paar platt hier. Bevor sie den Tornado machen, denn umso weniger es sind, umso weniger Schaden richten die auch an. Aber bis jetzt sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ja, jetzt kommt der Tornado. Aber da bleibe ich jetzt so. Und trotzdem gehen sie auf Fang. Ihr seid solche miesen Drecksäue. Mal gucken. Ob wir das jetzt auch so hinbekommen. Ich glaub's fast nicht. Wein ist es dann doch wieder natürlich auch was anderes. Kann Hope eigentlich schon Engel? Ich glaube nicht, ne? Von daher ist das ein bisschen doof jetzt. Und eigentlich müsste jetzt zu dem Zeitpunkt Hope schon längst Engel können. Mit dem Leveln. Ja, vielleicht kriegen wir es jetzt doch nur so hin. Und wenn nicht, machen wir den Kampf nochmal neu. Können dann hoffentlich alle retten. Aber ich will jetzt keine Phönixfeder verschwenden. Ja, jetzt kommt der Tornado. Wunderbar. Jetzt haben wir nur noch eine Drohne, die jetzt hier gleich den Tornado macht. Sehr schön. Wunderbar. Funktioniert doch. Brauchen wir jetzt auch Fang gar nicht wieder mit einer Phönixfeder wiederbeleben. Das kriegen wir auch so hin. Ich
So, aber jetzt trotzdem erstmal hier Vanille heilen. Vanille, Lightning. Mein Gott. Wieso sage ich andauernd Vanille? Wahrscheinlich, weil wir mit Seth und Vanille dann wieder letztens rumgelaufen sind. Obwohl die jetzt momentan nicht so oft vorkommen. Eigentlich sind wir ja öfters mit Lightning und den anderen unterwegs. Und trotzdem sage ich Vanille. Tut mir leid, Lightning. Tut mich sorry. 705 Kristallpunkte. Habe ich doch gesagt, das hat sich gelohnt, den Kampf zu machen. So. Okay, wo gehen wir? Wie machen wir das denn jetzt am besten? Die Drohne, die lasse ich aus. Ich mache aber die Drohne hier vorne und noch die anderen hier vorne für den Behälter. Ah, shit, haben wir schon gesehen. Verdammt. So. Ja, und bei denen muss ich auch wieder aufpassen. Ja, und schon ist Hope tot. Wunderbar. Aber ohne Hope wird das nix. Hope ist einer, den ich brauche. Hope brauche ich. Bei Fang und so wäre es jetzt nicht so das große Problem. Aber Hope ist der Heiler und Hope ist unentbehrlich. Den brauche ich leider im Kampf. Oh ja, töte Fang, ist in Ordnung. Mieses Schwein. Aber Fang werde ich jetzt nicht wiederbeleben. Es sei denn, es geht wirklich nicht mehr anders. Ja, so lange bleibt jetzt Fang dann wieder mal kampfunfähig. So, komm schon, Lightning. So, der ist weg. Wunderbar. Bleiben noch drei. Komm schon, Hope. Heilen. Ja, wunderbar. Dammit, das ist... mit zweien ist es immer so ein bisschen bescheiden. Scheiße. So, ein Heiltrank. So. Aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem noch irgendwie hin. Weil bis jetzt geht's, auch wenn wir nicht im grünen Bereich sind hier gerade. Und man halt rein. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Und ich muss ich besser aufpassen, weil bei denen ist es auch so eigentlich immer am besten sofort zum Heiler zu wechseln, dass Hope heilen kann. Erstmal bis ein paar weg sind. Okay. Jetzt ist hoffnungslos. Ja, das war mir klar. Es war mir klar, dass das nicht geht. Ich hätte sofort zum Heiler wechseln sollen. Weil die sind in der Mehrzahl auch nicht gerade die einfachsten Gegner. Die halten zwar nicht so viel aus, aber sind trotzdem... nichts ohne. So, komm mal her. So, gleich zum Heiler wechseln. Und dann schlagen wir uns jetzt erstmal hier so durch die Gegend. All die Kämpfe will ich auf jeden Fall jetzt auch noch machen. Wir müssen dann einfach immer aufpassen, dass wir das hinbekommen. Die Balance schnell wechseln, damit jeder am Leben bleibt. Dammit. Leute, hier knallt aber auch rein, ne? Ja, Fang provoziert andauernd. Das ist eigentlich natürlich nicht verkehrt, ja. Der Verteidiger ist ja auch dafür da, die Gegner jetzt ein bisschen hier abzulenken. So, Blitzschlag. So, Heiler. Jetzt helfe ich mal kurz nach hier mit dem Heiltrank. Ein bisschen.
Und dann machen wir weiter. So, jetzt sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja, okay, bei Fang jetzt wieder nicht so. Schockzustand, sehr schön. So. Wechseln. Wunderbar, jetzt funktioniert das Ganze auch viel besser. Also von Anfang an dann gleich in den Heiler zu wechseln, ist niemals verkehrt. Augmento könnte natürlich dann auch immer helfen. Ganz klar. Aber ich versuch's jetzt so. Und bei den zwei Gegnern bringt es sowieso auch nichts mehr mit Hope Augmento zu machen. Weil jetzt sind es einfach zu wenig Gegner. Jetzt brauchen wir das Puffen auch nicht mehr. So. Ja, trotzdem nochmal zur Sicherheit nur heilen. Nicht, dass wir beim letzten Gegner jetzt auch noch sterben. So, Blitzschlag. Dann bekommen wir dann auch noch schön einen Schockzustand und dann ist der Gegner auch gleich platt. Sehr schön. Das war's dann auch mit diesem Kampf. Und 652 Kristallpunkte und zweimal ein Booster. So, wo ist denn hier jetzt der Behälter? Ich hoffe, da ist eine Phönixfeder drin. Hm, Blitzring. Okay, wo geht's denn wieder? Ach halt, Moment, ich wollte die Drohne machen, ne? Drohne wollte ich's machen. So. Da müssen wir jetzt aber auch erstmal wieder die hier wegbekommen. Drohne ist nicht so gefährlich. Vom Angriff her. Die zu dritt, diese Dragoner, knallen einfach wirklich rein, ziehen wirklich viel ab. Deswegen kümmern wir uns um die am besten zuerst. Wir sollten vielleicht Fang mal Ärztewissen geben. Und dann können wir mit dem Heiltrank bei ihr mehr heilen. Oder hatte ich... Ne, ich glaube, Zess hat momentan das, Ärztewissen bekommen von mir. So, Blitzschlag. Einmal wechseln. Ja, Fang leidet wieder. Leidet wieder ein bisschen sehr. Sehr schön. Den ersten haben wir schon mal. Das war falsch. So. Wieder Blitzschlag. Ich hoffe, das hat jetzt... Ah, doch. Hat wieder Fang ein bisschen sehr viel verloren. So, wechseln. Kriegen wir auch noch diesen zweiten Dragoner platt und dann ist... Genau, einer ist da noch übrig und dann können wir zum Schluss wieder um die Drohne kümmern. So. Weil einer ist jetzt schon mal gleich gar nicht mehr so gefährlich. Da kommt auch Hope mit dem Heilen wieder hinterher. Kein Problem. So, ich hoffe mal, wir können jetzt länger hier im Blitzschlag bleiben. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Und Tschüssikowski. So. Jetzt erstmal wieder heilen. Dann erstmal nochmal angreifen hier. Bis Hope wieder ein bisschen geheilt hat. Komm schon, Hope, heilen. Okay, so. Jetzt Blitzschlag. Dann hoffe ich mal, dass wir die Drohne auch schnell in den Blitz... den Blitzzustand bekommen, genau. In den Schockzustand bekommen. Denn dann ist die Drohne auch relativ schnell platt und dann kriegen wir auch wieder einiges an Kristallpunkte, die wir gut gebrauchen können. Und das Schöne ist, dass die Drohne dann auch nie angreifen kann, weil Fang diese dann immer in die Luft schmeißt. Und damit Blitz bleibt sie dann noch meistens oben. Genau.
Wunderbar. Okay, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus mit der Drohne. Das kriegen wir auf jeden Fall... weil noch hin, vielleicht schaffen wir es sogar, bevor sie aus dem aus dem Schockzustand raus ist, aber glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das überlebt die Drohne noch. Oder auch nicht. Es ist knapp, es ist knapp. Nee, ein bisschen noch. Macht nichts. Bleiben wir trotzdem jetzt hier im Blitzschlag. Und das war's. Wunderbar. Und 809 Kristallpunkte wieder mit dazu bekommen. So. Und dann müssen wir jetzt weiter hier außen lang. So wie das Ganze aussieht. So. Ah, okay. Jetzt passiert was. When we kill it, we're one step closer to Vanille. How's that? Well, when you put it that way. Okay, stopp. Das ist jetzt so ein größerer Gegner. Erstmal Analyse. Dann mal gucken. Absorbiert Blitz. Also Blitz ist schon mal eine schlechte Idee. Halbiert sind normale Angriffe. Normal, Wasser, Feuer. Okay, sollten wir mitarbeiten können. Ich weiß schon, normale Angriffe sind halbiert, weiß ich. Keine Sorge, habe ich jetzt nicht wieder vergessen. Aber trotzdem wollte ich jetzt erstmal hier warten. Weil der hat jetzt auch nicht gerade so den Miniaturangriff. Moment, wie viel hat er denn? 10.800, okay, das dauert ein bisschen. Bis wir den dann platt haben. Sollten wir aber trotzdem schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob er so eine Mega-Attacke drauf hat. Seine normalen Angriffe ziehen ja schon nicht schlecht ab. So, Blitzschlag. Da müssen wir jetzt da muss ich jetzt gut aufpassen und immer früh genug hin und her wechseln. Ach ja, Augmentor. Ganz wichtig jetzt. Ich lasse jetzt hier erstmal Hope nochmal heilen. So. Dann lasse ich Lightning mal hier angreifen. Und dann können Fang und Hope hier erstmal ein bisschen für Puscherei und Pufferei sorgen. So, gleich nochmal Rache-Kampagne. Dann ziehen seine Angriffe auch gar nicht mehr so viel ab. Also, Gemach hat Fang schon gewirkt. Das ist auch schon mal sehr schön. So, mehr macht jetzt Hope, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. So, dann lassen wir ihn jetzt erstmal wieder heilen. So, dann ab zum Blitzschlag. Sehr schön, Schockzustand. Wunderbar. Au. Okay, jetzt muss ich aber erstmal wieder Hope heilen lassen. Dann gibt's wieder den Blitzschlag. Ah, der Gegner. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das Mega-Problem. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas Unverhofftes passiert, sollte der kein Problem sein. Den sollten wir locker hinbekommen. Hoffe ich zumindest. Aber guckt euch das an. Der ist ja fast platt. Habe ich jetzt nicht so die großen Sorgen. So.
Wunderbar, das war's auch schon. Ich habe gerade jetzt vergessen, auf Angriff zu drücken. Deswegen habe ich mir gedacht, wieso lebt das Vieh noch? 1280 Kristallpunkte, wunderbar. Und Telema Talisman.